Hallo und herzlich willkommen zu meinem Ark Survival Evolved Let's Tame It Solo. Ich habe es gefunden. Ein männliches Schaf. Ich bin wieder über so eine Wiese geflogen und dachte, was ist denn das da unten, das Weiße? Das ist so langsam. Wie läuft das denn? Was kann das denn sein? Bin näher ran und habe gesehen, es ist ein Schaf und dann auch noch ein Männchen. Jetzt also ein Pärchen. Der war, glaube ich, Level 32, ist nach dem 10. Level 47 gewesen. Der hatte jetzt schon ein Level ab und kriegt gleich das nächste. Aber das ist jetzt nicht das Tier, um das wir uns kümmern wollen. Denn wir werden erstmal wieder in unsere Küche gehen und uns was Schönes kochen. Und zwar kochen wir uns mal wieder ein paar Kibbel aus Dilo-Eiern. Da haben wir inzwischen 10 weitere Eier und ich glaube, ich habe auch noch irgendwie 2, 3 Kibbel. Und dann zähmen wir uns das letzte Tier, was man sich damit zählen kann. Und zwar, mal gucken, Dodo, nee, Petri, nee, ich habe tatsächlich keine Dilo-Kibbel mehr, das macht nichts. So, wir nehmen uns diese Eier hier raus. Dann brauchen wir noch normales Jerky und Zitrone. Quatsch, die Meobären sind ja auch noch hier drin. Ja. Zusammen mit den Meobären, Fasern und Wasser kann man ja das Dilo-Kibbel machen. Und das Dilo-Kibbel, das ist ja für 3 Tiere gut zu gebrauchen. Einmal für den Paricephalosaurus, den haben wir ja schon. Dann einmal für den Ankylosaurus, da haben wir auch ein wunderschönes Pärchen. Und dann ist es auch noch zu gebrauchen für den Dödikurus. Und der Dödikurus, das ist ein Riesengürteltier, ein Säugetier. Es liegt also keine Eier, wir brauchen also kein Pärchen davon. Und ja, der Dödikurus, der ist unglaublich praktisch, wenn es darum geht, Steine abzubauen. Werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, aber da hast du doch schon einen Ankylo für, der kann das doch auch. Ja, aber der Dödikurus, der kann das noch viel, viel besser. Der kann zwar dann kein Metall und Kristall so gut abbauen, falls es überhaupt kann, das weiß ich gar nicht. Aber ja, Steine baut er dafür umso besser ab. Na bitte, diesmal haben wir alles, was da reingehört, auch drin. Alles richtig. Ja, und nicht nur, dass ihr auf dem reiten könnt und Steine abbauen könnt, indem ihr sie angreift. Ihr könnt das ähnlich wie bei dem Gigantopithecus, den wir ja letztes Mal gezähmt haben, ja, da draußen, da steht sie. Könnt ihr den auf Wandering setzen und wenn Steine in der Nähe sind, dann baut er die automatisch ab. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein großes Gelände habt, was ihr irgendwie einzäunen könnt, damit euch die Tiere nicht abhauen oder nicht angegriffen werden, dann könnt ihr den einfach auf Wandering setzen und der sammelt dann so lange Steine, bis er eben voll ist oder so gut wie voll. Also der läuft dann zwar noch, aber der hört dann irgendwann auf, Steine zu sammeln, weil er einfach nicht mehr tragen kann an Steinen. Beziehungsweise noch mehr Steine, das würde dann halt bedeuten, dass er sich dann irgendwann nicht mehr bewegen kann. Ja, und das macht er halt nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir kochen uns hier unsere Dilo-Kibbel alle durch. Ich habe schon im Schneebiom, da wo wir auch unseren ersten Skorpion her haben und wo wir auch unser ersten Pinguin gefunden haben, da habe ich einen Dödikurus gesehen im Level 88. Das ist jetzt das Höchste, was ich gesehen habe. Ich bin hier überall rumgeflogen. Und da, wo wir gestern zum Beispiel den Gigantopithecus gezähmt haben, da ist jetzt keine grüne Wiese mehr, sondern alles bewaldet. Also so schnell geht das hier bei Ragnarok. Und ja, also ich habe keinen besseren gesehen als diesen. Und deswegen werden wir uns dann dahin begeben. Für den Dödikurus benötigen wir natürlich auch einen Sattel. Ich habe bis jetzt keinen gefunden und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man überhaupt den Sattel oder die Blaupause dafür finden kann. Wir gucken einfach mal hier wieder nach. Ich habe ja inzwischen ein paar Punkte dazu bekommen. Ich schätze mal, es war irgendwas mit 30 oder 40 oder so. Mal sehen. Bilzebufo, Terrorbird, Carbonemis, Megalozoros. Na, die haben wir ja eigentlich auch noch nicht gelernt. Hier, Dödikurus-Sattel. 20 Engrampunkte. Das machen wir mal. Man kann ihn in der Werkbank bauen unter Sättel und wir können ihn auch gleich bauen. Ihr braucht dafür 200 Leder, 110 Fasern, 15 Stein und 5 Metallbahnen. Ich glaube, es ist der erste Sattel, der tatsächlich 4 Ressourcen braucht. Alle anderen brauchten irgendwie immer nur 3, hatte ich den Eindruck. Da haben wir ihn. Ich bin im Anflug an unser Objekt der Begierde
Und zwar müsste das auf dieser Seite von dem Wasserfall sein, ein Dödikurus Level 88, ich glaube ein Männchen. Und ja, der Strom hat hier schon eine ganze Weile rum. Ich hoffe, dass der jetzt natürlich immer noch da ist. Und die meisten Feinde, die sind irgendwie immer auf der anderen Seite gewesen. Deswegen hoffe ich, dass wir hier einigermaßen unbehelligt bleiben. Es kann natürlich, da unten ist er unter dem Baum, kann natürlich sein, dass der uns irgendwie hier abstürzt. Das hoffe ich jetzt natürlich nicht, aber es ist möglich. So, wir landen mal hier drauf. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob man den bolan kann. Ich habe die jetzt einfach mal mitgebracht. Das müsste, glaube ich, der richtige sein. Ja, das ist der richtige. Ich nehme mal die Bola. Also ihr seht, der Dödikurus, der greift euch an sich nicht an. Ja, der ist sehr harmlos. Das ist ein Pflanzenfresser. Oh ja, nee, doch nicht. Es hat nicht funktioniert. Ich habe ein paar Kommentare gelesen. Da stand, dass man den wohl nach Möglichkeit nicht auf die Schale betäuben soll, sondern nur da an die Weichteile. Das waren allerdings Kommentare von anderen Spielern und der Taming Calculator, den ich benutze, der hat jetzt davon nichts verlauten lassen. Also er hat jetzt nicht gesagt, dass das so wäre. Aber wir müssen unser Glück ja nicht überstrapazieren. Der ist natürlich trotzdem sehr hart im Nehmen, ja. Der verträgt eine ganze, ganze Menge. Und ja, wie gesagt, ist an sich ein Pflanzenfresser. Ist harmlos, zumindest so lange, bis ihr ihn eben angreift. Dann wird er aggressiv, wie ihr seht. Bewegt sich jetzt nicht sonderlich schnell, zu unserem Glück. Wenn ihr ihn erstmal gezähmt habt, dann könnt ihr natürlich auf ihm Schritt und Galopp reiten, wenn man das so nennen möchte. Aber der hat auch noch eine weitere besondere Gangart. Und zwar kann er sich zu einer Kugel zusammenrollen. Also das kann er auch, wenn er wild ist. Aber wenn ihr ihn gezähmt habt, wenn ihr drauf reitet, dann könnt ihr auch oft, während der sich zu einer Kugel rollt, auf ihm reiten und dann kullert ihr so durch die Gegend. Das geht sehr, sehr schnell. Und er verliert zwar stetig Ausdauer, aber er rollt halt. Ah, er hat jetzt langsam, glaube ich, die Schnauze voll. Das ist schön. Das heißt, er braucht jetzt vielleicht nur noch ein oder zwei. Komm schon. Ja, wenn die Wilden zu viel Schaden bekommen, sollte er nicht, weil wir betäuben ihn ja. Hey, da ist er. Wir betäuben ihn ja mit Darts, ja, da bekommt er ja nicht viel Schaden. Wenn die Wilden zu viel Schaden bekommen, dann rollen die sich zusammen und sind dann für ihre Feinde nicht mehr interessant. Also die lassen dann tatsächlich von denen ab. Die lassen die dann in Ruhe, wenn die sich erstmal zusammengerollt haben. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Zu der Häufigkeit kann man sagen, dass er vor allem in Bergen vorkommt, also überall, wo es eben steinig ist. Der kommt im Schneebiom vor, der kommt in der Wüste vor, also der hat ein ziemlich breites Spektrum. Manchmal findet man ihn auch in Wäldern, aber überall, wo es ein bisschen bergiger ist, da kommt er wirklich recht häufig vor. Hat der jetzt schon gefressen? Nee, sah so aus. Und an sich würde ich mal sagen, ist er so mitteloft anzutreffen im Allgemeinen. Am meisten davon eben. An oder in, auf, um Berge. Na, jetzt stell dir mal nicht so an. Müssen wir den hier echt auf Folge pfeifen, offenbar. Und, nein, komm wieder zurück. Ja, so verliert man halt immer irgendwie den Faden, ne? Setz dich mal dahin. Ja, wie gesagt, ist eben nicht aggressiv. Könnte er ganz nah rangehen, wird natürlich gerne angegriffen, ja, ist ja auch sehr langsam und teilt halt auch ganz gut Schaden aus. Er hat ja hier hinten seinen Morgenstern dran. Ja, und wenn er eben zu viel Schaden bekommt, ich weiß jetzt nicht, vielleicht die Hälfte oder so, das weiß ich nicht genau, was das für ein Wert ist, da rollt er sich halt zusammen und wenn die Feinde den dann als Kugel vorfinden, dann können sie halt kaum mehr Schaden auf ihn machen, auch wenn ihr den gezähmt habt. Wenn er sich erstmal zusammengerollt hat, nimmt er kaum Schaden. Wenn er ausgerollt hat, nimmt er schon ein bisschen Schaden, aber trotzdem ist er gut gepanzert. Ja, und die Wilden, wie gesagt, die Feinde, die interessieren sich dann halt nicht mehr für den. Und wenn er sich so ein bisschen regeneriert hat, dann rollt er sich irgendwann wieder aus und im besten Fall sind die Feinde dann weg. Im schlechtesten Fall kommen sie dann halt wieder zurück und beißen halt weiter auf den einen. Aber wenn er halt erstmal zusammengerollt ist, dann kriegt man ihn tatsächlich kaum platt. Und ich glaube, es war früher sogar so, dass man ihn dann tatsächlich auch gar nicht platt bekommen hat. Ja, der ist einfach so zusammengerollt geblieben. Ja, bis die Feinde irgendwann weg waren. So, wir gucken ihn mal ins Inventar. Wow, der hat fast 3000 Leben.
ziemlich gut. Er hat jetzt einmal gefressen. Ausdauer von 540 ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Gewicht 345, das könnte auch mehr sein. Nahkampfschaden ist jetzt auch, naja, so ein Mittelwert 155. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir ihn denn dann haben. Die Effektivität liegt bei 100%. Er bekommt 43 Level dazu. Das sollte auch so bleiben, wenn er jetzt hier keinen Schaden bekommt. Und das ist natürlich hier im Schneebiom schon mal möglich, ne? Also da drüben habe ich gesehen, da waren irgendwie Wölfe und Raptoren unterwegs vorhin, als ich hier ein bisschen gespottet habe, das Tier. Und hier kann natürlich auch immer mal wieder irgendwas spawnen. Ja, ansonsten bleiben wir jetzt einfach dabei und warten, bis er fertig gezähmt wird. Unser Dödikurus, der hat es bald geschafft. Also einmal frisst er auf jeden Fall noch. Wenn wir Glück haben, nur einmal. Wenn wir Pech haben, noch zweimal. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob der 7 oder 8 brauchte, um gezähmt zu werden. Also wenn er jetzt noch einmal frisst, hat er das 7. Ihr seht, er ist immer noch bei 100%. Und er frisst, wenn der Nahrungswert 6220 hat. Also er muss noch um 16,5 sinken. Wir haben inzwischen Besuch bekommen. Und es ist auch ziemlich kalt geworden, ja. Wenn ihr auf H drückt, dann habt ihr ja mal diese ganzen Infos und da steht, es ist minus 12 Grad. Bibber, bibber. So. Will ich natürlich hoffen, dass der vielleicht tatsächlich, ja, 6 Stück muss er noch verlieren, dass der vielleicht wirklich gezähmt ist. Aber kann natürlich auch sein, manchmal trollt einen das Spiel ja ganz gerne, dass er dann doch leider nochmal eins fressen muss. Ja, ansonsten, ja, das habe ich mir schon fast gedacht, ist es natürlich wirklich so, dass wenn ihr so wie ich hauptsächlich mit Stein baut, dann ist es auf jeden Fall ein unverzichtbares Tier für euch, ja? Weil ihr, also wenn ihr drauf sitzt, dann sammelt ihr halt sehr schnell und sehr viel Stein und ihr könnt ihn eben auch laufen lassen und der sammelt ja dann selber Stein. Ich habe es immer nicht so ganz mit dem Laufen lassen der Tiere. Oh, jetzt ist mir sogar jetzt schon kalt. Denn, ja, die verschwinden halt dann doch häufiger mal, ne? Das passiert schon mal, dass dann die Tiere auf einmal irgendwie weg sind. Das ist ja nicht so schön. Ja, ich hoffe, wir sind nicht erfroren hier, bis der hier wieder was gefressen hat. Wie sieht's aus? Ja, 76, also muss er noch 56 verlieren. Und dann werden wir hier schleunigst aus dem Schneebionen abhauen. Ich hoffe, dass es dann vielleicht noch einigermaßen hell ist, dass wir noch ein bisschen was sehen. Ansonsten werde ich euch dann halt, wenn es dann dunkel sein sollte, zu Hause präsentieren, was denn das Tier jetzt so Tolles kann, falls wir denn da lebend angekommen sind. Aber bis jetzt muss ich sagen, es ist hier verhältnismäßig ruhig dafür, dass wir im Schneebiom sind, ja. Ach, jetzt habe ich wieder nur eine Schneeflocke. Das ist ja wirklich merkwürdig. Ist es wärmer geworden? Tatsächlich ist es wärmer geworden. So, wie sieht's aus? Okay, jetzt ist er bei 56. Also noch 36 verlieren. Ja, man muss natürlich hier immer schön die Augen offen halten. Ne? Hier kann jeden Augenblick irgendwas spawnen, sich irgendwas anschleichen. Jetzt wird es auch noch neblig. Das heißt, wir können nicht mehr ganz so weit gucken. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich damals mit dem Skorpion hier runtergekommen bin. Ich glaube, da drüben irgendwie sah es so aus, als ob man da einigermaßen gut runterkäme. Ansonsten kann man den natürlich auch erstmal auf Folgen setzen und mit dem Adler rausfliegen. Und wenn der unberitten ist, dann kriegt er ja keinen Fallschaden. Da kann er ja also doch da die Klippe runter. Ah, 35. 15 muss er noch verlieren. Dann haben wir ihn. Ja, der wird mich also sehr gut unterstützen, wenn ich weiter baue. Warum baue ich hauptsächlich aus Stein und nicht aus Metall? Es ist zwar hier ein Server, aber ich bin hier überwiegend alleine unterwegs und die meisten wilden Tiere können halt keinen Schaden an Stein machen. Also ich glaube nur der Giga und vielleicht gibt es noch irgendwie der Titano und ja, weiß ich nicht, vielleicht noch irgendwie ein oder zwei Tiere. Da haben wir ihn. Wunderbar. Keule. So, Keule. Setzen wir ihm mal den Sattel auf. Müssen wir einen Schritt näher rangehen. Da hast du. Ah, Narkobären. Ja, so sieht das lustige Tierchen dann aus, ne? Nett. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal alles aus. Und reißen das ab. Packen hier unser Zeug wieder ein. Wir müssen ja hier nichts verschwenden. Und ja, der ist ja auf Folgen. Ich setze mich mal auf den Adler und werde den jetzt mal hier irgendwie die Klippe runter manövrieren. So, und dann hoffe ich, dass ich möglichst gut und schnell mit dem nach Hause komme. Wie sieht's denn hier aus? Kann man hier gefahrlos runter? Hm, na gut, wir werden es versuchen. So, da kommt die Kugel schon hinterher. Ein mutiger Sprung. Hui!
Ja, hat sich auch nicht verbuggt. Das ist natürlich auch immer wichtig. Gut, dann bringe ich das Tier jetzt nach Hause und wir sehen uns dann da wieder. So, zu Hause angekommen sind wir schon mal. Keule hat auch ein Level abbekommen. Wir haben uns noch gar nicht angeguckt, wie denn die Werte gerollt sind. Oh, das sieht so aus, als hätte sie auf Leben so gut wie gar nichts dazu bekommen. Die war vorher ja auch knapp vor 3000 und es ist jetzt immer noch vielleicht 100 oder so. Naja gut, Ausdauer hat sie ein bisschen dazu bekommen. Gewicht, weiß ich jetzt auch nicht. Nahkampfschaden hat er auf jeden Fall dazu bekommen, und zwar fast 100. Ja, ich würde mal sagen, ich gebe dem das erstmal auf Nahkampfschaden. Und sammelt der auch mehr Steine? Göttlich. Ja, so sieht es auch aus, wenn ihr davon Babys habt und ihr imprintet die, dann kullern die sich auch so auf den Rücken und wälzen sich dann da so rum. Okay, ich würde sagen, ich gehe mal kurz mit der raus. Es wird ja jetzt, glaube ich, auch jeden Augenblick wieder hell, genau. Oh, hat schon wieder ein Level up, nicht schlecht. Macht sie das auch, wenn ich drauf sitze? Ja, ouch. Schön, schön, dass wir hier so untergetaucht werden. Wunderbar. Okay, ich gehe jetzt mal hier raus. Ich suche mir mal ein paar schöne Steine. Dann zeige ich euch kurz, wie man die selber abbaut und dann, dass es halt mit Wandering auch funktioniert. So, Tür wieder zu. Wo haben wir denn hier überhaupt noch Steine? Ich wäre mal so fleißig, ich baue das immer alles schon ab. Also erstmal können wir hier auf Büsche schlagen. Kann gut sein, dass er da auch was rauskriegt. Nö. Aber bei Bäumen, glaube ich, kriegt er mehr Thatch als Holz, oder wie war das? Ja, also ordentlich viel Thatch, ne? Einmal draufgehauen, 40 Stück schon rausbekommen. Und hier haben wir ein paar Steine. Mal gucken, wie viel die aus einem rausholt. 125 aus einem. Na, gar nicht so übel. Ich werde die jetzt mal auf Wandern setzen. Dann gucken wir uns das Ganze mal so an. Ne, Stein in der Nähe und da fängt er an, einfach automatisch abzubauen. Das macht er halt so lange, bis er halt so viel Zeug intus hat, dass er ansonsten stehen bleiben würde. Also er farmt nicht so lange, bis er stehen bleibt, aber so viel, bis er kurz vor stehen bleiben ist. Dann hört er halt auf. Leckerchen. So, hier, nächster Stein. Ja, das ist natürlich ganz praktisch, ne? Das heißt, ihr müsst es nicht mal selber machen. Ihr könnt jetzt mit irgendeinem anderen Tier zum Beispiel Holz sammeln, während der hier rumgeht und Steine sammelt. So, Wandern deaktivieren. Und draufsetzen. Ja, ansonsten ist es halt die normale Gangart. Wenn ihr jetzt zusätzlich Shift drückt, dann rennt der. Wenn ihr die linke Maustaste drückt, schlägt er eben zu. Und wenn ihr die rechte Maustaste drückt, dann rollt ihr. Ihr könnt bei diesem Rollen nicht die Richtung ändern, ja? Nochmal rechte Maustaste, hört er wieder auf. Ansonsten hört er halt erst auf, wenn er keine Ausdauer mehr hat. Hat schon wieder ein Level up, sehr schön. Kille, kille, kille. Oh, hoppla. Tut mir leid, Lystro. Ja, könnt ihr sonst noch was? C macht er nichts, springen kann er auch nicht. Das wäre ja auch noch so verwunderlich gewesen. Ja, dann würde ich doch sagen, genießen wir hier mal kurz den Ausblick. Und an dieser Stelle ist dann das Video auch schon wieder zu Ende. Ihr könnt mir natürlich sehr gerne wie immer ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Tame mit Solo. Bis dann, ciao, ciao.